Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Meine Lieben, herzlich willkommen zu Das Blut wird Meter hoch spritzen. Und jetzt wird YouTube gleich schauen, den müssen wir wieder sperren, den anders mit seinen Hassreden. Ist das eine Hassrede? Nein, das wird keine Hassrede. Es wird eine Warnrede, die uns davor bewahren soll, dass das Blut noch höher spritzen wird, als es eh schon spritzt. Schaut euch in der Welt um. Mord und Totschlag. Auch in sogenannten zivilisierten Ländern. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass jeder seine eigene Idee hat, wie die Menschen zusammenleben sollten. Ach. Und das liegt daran, dass jede Religion ihre eigene Idee anbietet, wie die Menschen zusammenleben sollen, und dass die Religion in Wirklichkeit sagt, wir herrschen über den Staat. Schaut euch mal in London die City, welches die wahren Herrscher sind, aber da muss man sich mit der Lehre befassen. Wer krönt denn den König? Na, der Priester, der Pfaffe. Das heißt, in Wirklichkeit beansprucht die Religion für sich, zuerst zu sein, dominant zu sein, über alles zu herrschen. Jetzt sage ich euch was, was euch ins innerste Mark erschüttern wird. Das ist gut so. Das ist richtig so. Denn der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und je mehr er sich als körperliches Wesen sieht, umso höher wird das Blut spritzen. Ich sag's euch. Wer hat sich denn bekämpft durch die bis zurück in atlantischen Zeiten, durch die Millionen Jahre und zurück da auf der Mondkette, wie das Buch Sleeves lehrt und so weiter? Das war doch die Religion, das war Atlantis, schwarze Magie, die Religion, schwarz gegen weiß, dies gegen dies. Die eine Lehre, die uns alle vereint, meine Lieben, und einst vereinte, diese Lehre enthüllt im Buch des Lichts. Aber wie ich immer sage, in 10 Bänden, die alle Religionen vereinende Lehre, dann wird es auch keine Kriege mehr geben. Und dann wird das Blut auch nicht mehr meterhoch spritzen. Das Blut wird nur meterhoch spritzen, wenn eine Religion sagt, ich habe Recht und du bist ein Ungläubiger, du hast nicht Recht. Die einzige Lehre, und meine Lieben, ich muss es leider sagen, in der Erwachsenenwelt hege ich nicht mehr viel Hoffnung. Ja, aber unsere Kinder, die sind bereit für die vereinende Lehre, damit die Religionskriege aufhören. Und darum ist das wichtigste Buch, alle Kinder und Erwachsene, das sollte Pflichtbuch sein an Schulen, Universitäten, Kitas, überall. Das Buch des Lichts für Kinder. Ich habe mal einen radikalen Satz gesagt, meine Geliebten. Ich will mich nicht dafür entschuldigen. Ich habe mal gesagt, unsere Kinder und Enkel werden auf unsere Gräber urinieren. Allein schon wegen der Staatsverschuldung, die wir denen überlassen haben, hinterlassen haben. Jetzt sind wir im Augenblick bei über 6 Billionen Euro Staatsverschuldung. Und jeder Politiker, der sagt, dass er will eine schwarze Null, warte mal, der ist erstmal selber eine Null und dem sollte man dieses Buch leicht um die Ohren hauen. Das zinsfreie Geldsystem. Rubel muss rollen. Zweigschrift des Buches liegt. Satan, der Teufel, ist im Geldsystem. Das richtige Geldsystem, laut Buch des Lichts, dann müsste das Geld leicht im Wert abnehmen, wird damit in Umlauf gezwungen. Man gibt es gleich aus, wenn man es hat. Oder man tut es auf die Bank, da verliert es nicht an Wert. Und dann kann man sogar Steuern zahlen. Alles. Meine Lieben, befasst euch mit der Lehre. Und natürlich, weil ich weiß, dass die meisten Kinder 10 mehr gesunden Menschenverstand haben als die Erwachsenen. Und weil die Kinder... Mehr und mehr Kinder hassen die Erwachsenen.
Die blicken durch, ohne es zu wissen. Die Kinder sagen, da stimmt doch was nicht. Ihr seid doch alle geisteskrank. Aber sie fügen sich drein. Oder sie werden hasserfüllt, gewaltbereit. Liebe Eltern, wenn ihr noch ein bisschen Verantwortung habt und nicht ganz in euren Handys und Tablets versunken seid, ich sag's erstmal gleich, lest das Buch des Lichts für Kinder, lest es euren Kindern vor, auch wenn sie noch nicht lesen können. Ich bitte euch. Dann erst werden sie bereit sein für die 10 Bände des Buchs des Lichts. Ein Band davon ist dieser. Band 2 und so weiter und so weiter. Na gut. Ja, ihr denkt, das ist eine Werbesendung für Bücher, da hört ihr euch gewaltig. Ich nehme seit 30 Jahren kein Geld von meinen Büchern. Da könnte ich eigentlich ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ich nehme kein Geld von meinen Büchern. Geht alles in einen kleinen Verlag, der ständig in roten Zahlen ist. Ich will ja nicht langweilen damit, aber weißt du, was es kostet, so ein Buch zu drucken? Tausende von Euro. Nur eins! Der Verlag hat bisher 34 Bücher veröffentlicht. Und wisst ihr, warum das so ist? Das ist ein kleiner Verlag. Wir drucken bei Amazon. Jedes Buch, das ihr bestellt, muss neu gedruckt werden. Ein großer Verlag druckt 1000 von diesen Dingern auf einmal. Ja, dann kann es billiger geben. Meine Lieben, die Zeit ist gekommen, wenn die Erwachsenen schon nicht bereit sind, dass die Kinder verstehen, dass alles, was du tust, auf dich zurückfällt. Liebe muslimische Kinder, auch jetzt im Augenblick oder so, in Schulhöfen, was guckst du? Bist du Messer an den Hals? Ich mach dich Krankenhaus. Kannst du machen. Und dann wird der deutsche Junge, der nun schon ein bisschen durch Erziehung verweichlicht ist und so, wird natürlich sagen, und wird ein Opfer. Alles klar. Aber du wirst auch Opfer. Befass dich mit der Lehre. Ich will dir mal eine Seite zeigen. Hier schmeißt jemand einem Kind was auf den Kopf. Ein Ei oder eine Tomate oder was, ja? Aus so einem wird ein böser Mensch. Böse Menschen tun sich zusammen und verursachen einen Krieg. Die gehen in den Krieg. Und dieser Junge, der das gemacht hat, der hat ein nächstes Leben als Opfer vor sich. Und da kannst du dann rufen, du Opfer. Meine Lieben, ich sage nicht, dass Muslime nur schlecht sind und Christen nicht. Das ist ja auch alles Karma. In vergangenen Existenzen haben Christen den Muslimen den Kopf abgeschlagen. In Inka-Zivilisationen wurden 60.000 Menschen pro Tag manchmal geopfert, ihnen das Herz rausgerissen, damit es regnet. Die Zeit ist gekommen, dem Irrsinn ein Ende zu setzen, meine Lieben. Du glaubst doch nicht, dass Karma vergisst. Kein bisschen. Ich kenne mein Karma. Kennst du deins? Und mich darfst du nicht als Beispiel nehmen. Ich handle manchmal so und so, obwohl ich das Karma kenne. Ich will dir nur sagen, das Gute, das du anderen tust, das kommt auf dich zurück. Früher oder später, nachdem das alte Böse ausgelebt ist im Karma. Ja, da musst du dich mit der Lehre befassen. Das Schlechte, das du antust, obwohl du vielleicht denkst, oh, im Schulhof, da habe ich dem einen reingegeben, habe das Handy weggenommen. Keiner hat es gesehen und der Lehrer hat keine Eier, der traut sich nicht. Dir wird man es wegnehmen, früher oder später. Und da kann ich den Christen nur zurufen, die Bibel lehrt, Karma und Reinkarnation. Lest mein Buch, Die wahre Bedeutung der Bibel. Diese Lehre, die zur Verantwortung führt, wurde entfernt. Aus guten Gründen. Die Menschheit besser versklaven zu können. Den Muslimen rufe ich zu,
Al-Quran nuyan emusene sucha. Hasa sachichon? Al-Quran nuyan emusene sucha. Der Koran lehrt Karma und Wiedergeburt. Du glaubst das nicht, du weißt das nicht. Schau dir mal meine Vorträge darüber an. Geh mal auf YouTube und schau, Koran lehrt Reinkarnation. Muss denn das Blut noch höher spritzen, als es schon gerade spritzt, um uns endlich alle, ich sag jetzt mal nur, unter dem Buch des Lichts für Kinder zu vereinen? Kinder an die Macht, singt Grönemeyer, ja, da recht hat er, aber zusammen mit dem Buch des Lichts. Denn die meisten Erwachsenen sind, Entschuldigung, mit Ausnahmen natürlich, schon so verblödet, schon so eingereiht, sehen mit vor Schrecken geweiteten Augen, was auf sie zukommt, wie das Kaninchen, auf dem die Schlange zukommt, so. So soll's sein. Liebhaben soll man sich. Aber meine Lieben, wer emotional verbrämt sagt, umarmt die ganze Welt, alle sollen sich lieben, der ist genau auf dem falschen Dampfer. Wahre Liebe und wahres Verständnis kommt nur durch die vereinende Lehre des Buchs des Lichts. Und wenn die Religionen vereint sind, bedeutet das das Ende der Kriege. Denn, und das gilt auch für die Atheisten übrigens, das Buch des Lichts, guck mal, hier ist ein Wasserstoffengel, ein Sauerstoffengel. Ja, ja. Das Buch des Lichts ist das Buch der Konsequenzen. Und wenn jeder Mensch sich der Konsequenzen seiner Handlungen bewusst wird, wird er, ich sage immer schon aus gesundem Egoismus, nichts Böses mehr tun. Ehre sei dem Buch des Lichts.